Seinem kleinen, der kleinen Runde FNAF Free Roam. Ein FNAF-Fangame, was eigentlich quasi Five Nights at Freddy's 1 ist. Nur eben, du läufst frei herum. Ich würde sagen, wir starten mit Nacht 1. Die Steuerungen sind bitte komisch. Aber ich habe das Spiel gerade erst geholt, also ich habe es noch nie wirklich gespielt. Eigentlich ist das Spiel, kann man das mega leicht schaffen. Weil es gibt gar keinen Strom. Und es ist scheiß dunkel. Und hier ist einfach mal Freddy aus aus Five Nights at Freddy's 2. Ich denke, der Wizard Freddy. Hier kann man den wunderschön betrachten, muss ich echt einfach sagen. Und irgendwo schleicht Freddy rum. Die anderen Electronics versuchen mich halt zu jagen, zu töten. Aber das schaffen die nicht. Hoffentlich. Die definitiv härteste Challenge im Spiel ist, könnte sein, Spieler ohne Taschenlampe durch. Also, immer so, always dark. Es gibt dann sehen dich auch die Electronics kaum. Ich frag mich halt, was er hier macht. Freddy ist da hinten, er geht Richtung Toilette. Beten wir mal, dass er nicht zu uns kommt. Ich habe eine Taschenlampe. Er geht zu seinem anderen Freddy-Freund. Und wir haben die Nacht geschafft. Aber die erste Nacht ist wirklich, wirklich leicht. Und ich habe den kleinen Spinner. Da kann man spielen. Ihr seht es wahrscheinlich nicht. Oh nein, Fixate. Und wir kommen in Nacht 2. Weil ich sag euch mal, ich gebe euch mal einen Tipp, wenn ihr das Spiel so schnell wie möglich durchspielen wollt. Der Strom hält ewig. Nur ich weiß halt noch nicht genau. Man kann irgendwie die Kameras gucken. Hallo? Ey Leute, es tut mir leid, aber irgendwie... Schiss. Da rauszugehen. Ja, die erste Runde wird das erstmal so ablaufen. Ihr könnt auch gerne Challenges in die Kommentare posten. Würde mich freuen, wenn ihr irgendwas schreibt. Nee, die Nase kann man nicht berühren. Und da kann man die Tür nicht öffnen. Hallo. Da hinten ist Bonnie. Hallo Bonnie. Holy moly! Ah, das war knapp! Heiliger Scheiß! Bonnie, du...
Also Bonnie, du kannst doch wieder gehen. Aber ich hab's geschafft. Nach zwei, also das Spiel ist wirklich nicht schwer, man kann es wirklich ganz, ganz leicht durchspielen. Aber für die richtig harten Kerle unter euch würde ich empfehlen, im Haus rumzulaufen. Ja? Lauft rum, versucht zu fliehen, das ist das Krasseste am Spiel. Es gibt auch ein anderes Spiel, was so ähnlich aufgebaut ist, heißt Overnight. Und das ist quasi ähnlich nur mit Pfeifen, natürlich zwei, es geht auch ein zweiter Teil. Also gucken wir uns mal das hier an, weil ich selber nicht weiß, was das ist. Und das lädt. Und wir sind drin. Und die Maus ist gigantisch. Und das. Ich glaube, das Spiel hat sich aufgehängt. Ah, nee, doch nicht. LOL. Chica? Was machst du hier? Chica? Das macht mir Angst. Bitte geh, Chica. Habe ich es geschafft? Jo! Das war ja mal sehr, sehr, sehr uninteressant. Beziehungsweise, na gut, ja. Wenn ihr noch eine Folge wollt, wisst ihr, was drin ist? Bewertet das Video. Abonnieren, wenn ihr wollt. Könnt ihr mal meine anderen Videos angucken. Schaut bei meinen Kollegen vorbei. Also ein-HDT. HDT. HDT. Also High Definition Terror. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.